So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, das könnte einer der kürzesten Vorträge meiner ganzen Jahre werden, denn der Humanistentag hat mir eine Frage gestellt und die Antwort ist nein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage, du hast meinen Zettel hier gelesen. Aber so einfach machen wir uns das ja nicht. Und an der Gliederung können Sie sehen, dass es sich um einen Streifzug durch ein großes Thema handelt. Und ich will jetzt einfach nur ein paar wesentliche Punkte benennen, um auch auf die aktuelle Situation vielleicht zu kommen. Und der Schluss soll dann nicht ganz so hoffnungslos sein, wie Conny es vielleicht andeutete. Deshalb lassen Sie uns jetzt 100 Jahre zurückgehen. Wir haben es alle nicht erlebt. Das ist die Kaiserstandarte von 1871. Und so stand es auch auf den Koppelschlössern der deutschen, der kaiserlichen Armeen, die unter diesem Motto in den Ersten Weltkrieg zogen. Und das stand übrigens auch auf den Koppelschlössern der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Die SS hatte andere Koppelschlösser, auf denen stand: Unsere Ehre heißt Treue. Der verlorene Krieg endete in der Novemberrevolution 1918. Das war das Ende des Kaiserreiches und damit das Ende der Einheit von Thron und Altar und des Wir von Gottes Gnaden. Förmlich beendet durch die Ausrufung der Republik am 9. November 1919 durch Philipp Scheidemann, den wir hier sehen, und weniger wirkungsmächtig durch Karl Liebknecht, USPD. Schon 3 Monate später folgte die Wahl zur Nationalversammlung. Und wie wir hier in der Sitzverteilung sehen, links SPD und Zentrum hatten die Mehrheit, die völlig klare Mehrheit. Und diese Nationalversammlung hatte die Aufgabe, eine Verfassung auszuarbeiten. Berlin war sehr unruhig, man ging also in die ruhige Provinz nach Weimar, ins Theater dort. Und in dieser Nationalversammlung gab es eine Mitte-Links-Mehrheit. Ich nenne es immer der erste demokratische Frühling Deutschlands, denn es musste geklärt werden, was mit der bisherigen Staatskirche geschehen sollte. Die Pastoren und zwar auch Priester wurden vom Staat bezahlt. Es waren Staatsbeamte, Staatsmitarbeiter. Deshalb auch Staatskirche. Einflussreich war auch die Deutsche Demokratische Partei mit ihrem sehr wirkungsmächtigen Publizisten und Theologen Friedrich Naumann. Das ist der Mann, auf den sich heute die FDP noch beruft. Wurde die Trennung von Staat und Kirche beschlossen. Das Motto hieß: Freie Kirche im freien Staat. Dafür wurde auch dann die reichseinheitliche Kirchensteuer eingeführt, um eben die Kirche finanziell selbst auf eigene Beine zu stellen. Am 11. August 1919 trat die Weimarer Verfassung in Kraft und in dieser Verfassung wurden im 3. Abschnitt die Kirchenartikel aufgenommen, die Artikel 135 bis 141. Da wurden so schöne Grundrechte formuliert, Artikel 136.3, niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Dann folgt in Artikel 137, es besteht keine Staatskirche. Damit war die institutionelle, organisatorische Trennung von Staat und Kirche formuliert. Dann folgt Artikel 138 und wir sind bei unserem Thema. Die auf Gesetz, Vertrag und besonderen Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Und ich möchte es nochmal betonen, wie es in der Weimarer Verfassung steht und das Grundgesetz übernommen wurde. Die auf Gesetz, Vertrag und besonderen Rechtstiteln beruhende Staatsleistung. Und wir werden gleich sehen, diese Bestimmung ist überhaupt nicht beachtet worden. Weil man hätte sich hinsetzen müssen, und da kommen wir gleich. Es gibt in der Weimarer Reichsverfassung einen damit zusammenhängenden Artikel in den Übergangs- und Schlussbestimmungen, der Artikel 173. Darin steht, bis zum Erlass eines Reichsgesetzes gemäß Artikel 138 bleiben die bisherigen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bestehen. Tenor war, dass man die, ich muss es immer wieder wiederholen, Gesetz, Vertrag und besonderen Rechtstiteln beruhenden Vereinbarungen zwischen Staat und Kirchen korrekt berechnen und beenden sollte. Das wäre dann die finanzielle Trennung von Staat und Kirche. Dieser Artikel, der manchmal als Bestandsgarantie behauptet wird, ist ausdrücklich nicht in das Grundgesetz übernommen worden.
Diesen Verfassungsauftrag nahm er 1919 sehr ernst. Im Reichsministerium des Inneren wurde eine Referentenstelle für 2 Jahre initiiert und 1921 wurde der Vorentwurf eines Gesetzes zur Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften ausgefertigt und gedruckt. Das ist hier so eine Kopie, vergiss so dieses ersten Teils. Und was auch gleichzeitig passierte, der Reichsinnenminister beschwor seine Kollegen in den Ländern, keine Dritten in die Konsultationen einzubeziehen, um eine möglichst rasche Umsetzung zu erreichen. Er schrieb wörtlich, hier rot hervorgehoben, zur Erreichung dieses Zieles halte ich es nicht für zweckmäßig, den Vorentwurf jetzt außer den Reichsressorts, den Landesregierungen und den Bevollmächtigten zum Reichsrat auch anderen Stellen mitzuteilen. Wen er damit meinte, ist sehr plausibel. Man sollte die Kirchenfunktionäre draußen vorlassen. Doch, auch das wurde durchgestochen zu den Kirchen. Aber diese Vorhaben wurden nicht nur durch die Kirchen dann verlangsamt, die sich mit umfangreichen Stellungnahmen zu jedem Detail umfangreich äußerten, sondern auch durch die Hyperinflation 1923. Das Thema war ins Hintertreffen geraten. Man hatte nun tatsächlich andere und auch speziell andere finanzielle Probleme. Und dann war der erste demokratische Frühling einer Mitte-Links-Regierung mit der zweiten Reichstagswahl beendet. Sehen hier, es folgen dann Mitte-Rechtsregierungen, das geht so hier rechts, links, bis wir unten sehen, zu den Nationalsozialisten. Die Mitte-Links-Position, da rechts können wir sehen, wurden beständig geringer. Die finanzielle Trennung von Staat und Kirchen wurde zum einen unter den Teppich gekehrt und zum anderen durch den Artikel 10 des Bayern-Konkordats von 1925 rechtswidrig unterlaufen, als detaillierte berechnete Personaldotation für den Klerus abgesegnet worden. Und dieser Artikel 10 in dem Bayern-Konkordat hat eine Besonderheit, darin steht, im Falle einer Ablösung der auf Gesetzvertrag oder besonderen Rechtstitel beruhende staatlichen Leistung an die Kirchen, sichert der bayerische Staat die Wahrung der kirchlichen Belange durch Ausgleichsleistungen zu, die entsprechend dem Inhalt und Umfange des Rechtsverhältnisses unter Berücksichtigung der Geldwertverhältnisse vollen Ersatz für das wegfallende Recht gewähren. Was ist das? Das ist eine Neubegründung der Staatsleistungen. Im Kabinett Marx I der Reichsregierung war Erich Emmiger vom 30. November 1923 bis zum 15. April 1924, also gerade mal knapp 6 Monate, Reichsjustizminister. Es war das einzige Mal in Berlin, dass ein Vertreter der Bayerischen Volkspartei Reichsjustizminister war. Bei ihm fragte man an, das Konkordat war schon vorbereitet, man wartete nur auf den richtigen Zeitpunkt, ob das Konkordat verfassungskonform sei, was der Bayer in Berlin rechtswidrig bestätigte. Es galt und gilt der Grundsatz, dass Reichsrecht bzw. Bundesrecht dem Länderrecht übergeordnet ist. Das heißt, dass es den Ländern nicht gestattet ist, vor einem Erlass eines Grundsätzegesetzes des Reiches zur Ablösung irgendetwas an den Staatsleistungen zu verändern. Und wenn diese Staatsleistungen beendet werden sollen, dann dürfen jedenfalls keine neuen vereinbart werden. Die eigentliche, ja man muss so sagen, Frechheit bestand ja nicht nur in der Fortschreibung der Personaldotationen des Konkordats von 1817, die ja beendet werden sollten, das war ja ausdrücklich der Auftrag der Reichsverfassung, sondern in der Festschreibung der Staatsleistungen, auch wenn das Reich ein Grundsätzegesetz verabschieden sollte, was diese Staatsleistungen beenden würde. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Die Kirchen konnten ihre Interessenlage sogar noch weiter ausbauen, und zwar im Reichskonkordat von 1933, denn in Artikel 18 wurde vereinbart, falls die auf Gesetzvertrag beruhenden Staatsleistungen abgelost werden sollen, wird vor der Ausarbeitung der für die Ablesung aufzustellenden Grundsätze rechtzeitig zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich ein freundschaftliches Einvernehmen herbeigeführt werden. Und der zweite Teil des Artikel 18, zu deren
besonderen Rechtstiteln zählt auch das rechtsbegründete Herkommen. Das heißt schlicht und ergreifend das Gewohnheitsrecht. Das heißt, Staatsleistungen werden weiter bezahlt, weil sie bisher auch schon bezahlt worden sind. Das war in der Nationalversammlung heftigst umstritten worden und war abgelehnt worden, dass diese Rechtsherkommen zu den besonderen Rechtstiteln gehören würde. Die Nazis haben das dem zugeschrieben. Und sofern sich heute noch jemand auf die Einvernehmlichkeit zwischen Staat und Kirche für Änderungen bezieht, beansprucht er es aufgrund einer Kumpanei der katholischen Kirche mit den Nationalsozialisten. Um das nur mal historisch zurechtzurücken, wer da mit wem wie zusammengearbeitet hat. Und es gibt ja auch heute, wir haben es ja in der Bundestagsdebatte gesehen, durchaus bei der CDU Leute, die sich auf diese Einvernehmlichkeit, also auf eine Vereinbarung mit den Nationalsozialisten, heute noch beziehen. Also so schamlos geht das weiter. Gerhard Czermak schreibt für das Institut der Weltanschauungsrecht: Der missachtete Verfassungsauftrag zur Ablösung der historischen Staatsleistungen ist so gesehen in eine Pflicht zur Einstellung dieser Leistungen umgeschlagen. Dies auch deshalb, weil seit 1919 der Staat keine religiöse Fürsorgepflicht, die sogenannte Cura Religionis, mehr hat. Das Fehlen eines Bundesgesetzes über die Ablösung kann nicht zur Folge haben, dass der rein säkular und weltanschaulich neutrale Staat Leistungen aus monarchischer Zeit eines christlichen Staates, die aus heutiger Perspektive klar verfassungswidrig sind, noch nach 100 Jahren weiterführen möchte. Er widerspräche damit seinen Grundsätzen. Und wie sieht es heute aus? Hier sehen Sie das Staatsleistungen 2018. Nach Bundesländern sortiert werden die meisten Staatsleistungen in Baden-Württemberg bezahlt aktuell. Das sind 122 Millionen, gefolgt von Bayern mit 98 Millionen und Rheinland-Pfalz mit 58 Millionen. Können Sie es lesen? Oder? Ja, ne? Gut, schön. Schon an der Unterschiedlichkeit zwischen den Bundesländern zeigt sich die politische Willkür dieser Entscheidungen und Festsetzungen. Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, zahlt 2018 nur 23 Millionen. Grund dafür ist die erste Allparteienregierung der Nachkriegszeit in Nordrhein-Westfalen, die zwar einen CDU-Ministerpräsidenten hatte, aber alle Parteien umfasste und sogar die KPD stellte einen Minister, den Bauminister. Und dieses Allparteienkabinett war gegenüber kirchlichen Ansprüchen nicht gerade sehr aufgeschlossen. Es zahlt sich auch mit dem Saarland, die ja erst später durch eine Abstimmung zur Bundesrepublik gehörten, die in französischer Tradition aussagten, Staatsleistungen an die Kirchen, das muss ja wohl nicht sein. Diese Willkür zeigt sich dann später noch deutlicher. In der Übersicht der Bundesländer und des Zahlbetrags pro Kirchenmitglied zeigt sich, dass die neuen Spitzenseiter alle die oberen Positionen innehaben. Besonders erfolgreich waren die Kirchen und die religionsaffinen Politiker der CDU in Sachsen-Anhalt. In diesem Bundesland wurden im Jahre 2018 pro evangelischem Kirchenmitglied 103 Euro aus der Staatskasse bezahlt und für jedes katholische Kirchenmitglied 77 Euro. Zum Vergleich, das katholische Saarland, in dem pro Kirchenmitglied katholisch 1,02 Euro bzw. evangelisch 39 Cent aus der Staatskasse bezahlt werden. Und es hat mal eine Untersuchung eines katholischen Publizisten gegeben, der sagte, wie sind eigentlich die Staatsleistungen in den östlichen Bundesländern zusammengekommen? Und der hat das wunderbar beschrieben, wie in Sachsen, als man merkte, in Sachsen-Anhalt sind die besonders erfolgreich in der Kumpanei mit der Landesregierung, sind alle anderen in Deckung gegangen. Und nachdem Sachsen-Anhalt erfolgreich diese hohen Staatsleistungen vereinbart hat, sind die anderen in der Windschattenparität dann hinterhergegangen. Also ein ausgeklügeltes Spiel, wie bringen wir den Staat an die Kasse? Und betrachtet man die Gesamtentwicklung 1949 bis 2018, das ist diese Darstellung, dann sieht man einmal den durchgehenden Anstieg dieser Zahlungen. Es gibt in der Mitte so einen kleinen Knick, den hat Bayern verursacht, denn die Zuschüsse für die Universität Eichstätt wurden bis dahin zu den Staatsleistungen gezählt. Und in dem Jahr, wo dieser Knick entsteht, wurden sie rausgenommen und ins Wissenschaftsministerium überstellt, sodass sie dann bei den Staatsleistungen so eine Delle verursacht haben. Aber sonst insgesamt sehen Sie ja,
ist das, also bis auf wenige Ausnahmen, eine durchgehende Sache, beruht darauf, dass diese Staatsleistungen rechtswidrige Personaldotationen sind. Also die Staatskirche wird sozusagen weitergeführt, indem die Bischöfe und Priester und Pastoren, die Bischöfe ganz, die Pastoren und Priester zum Teil, finanziert werden. Das heißt, wir haben nicht eine, sondern mittlerweile zwei Staatskirchen, weil diese Vereinbarungen haben alle Anpassungsklauseln, dass die Staatsdotationen, und daran wird deutlich, dass es Personaldotationen sind, in dem Maße steigen, wie die Gehälter eines mittleren Beamten im nichttechnischen Dienst, siebte Dienstbealtersbesoldungsstufe, evangelisch mit zwei Kindern, katholisch ohne Kinder, steigen. Und da die Beamtengehälter steigen, steigen auch die Staatsleistungen. So einfach ist das organisiert. Unten links ist ein Bereich 1950 bis 1963 hervorgehoben und markiert. Das hat einen besonderen Grund. Da der Artikel 173, das war also diese Übergangsregelung, solange nicht Grundgesetze gesetzt sind, nicht in das Grundgesetz übernommen wurde, also sozusagen keine Sperrklausel eingeführt wurde oder Bestandsgarantie, wie die Kirchenvertreter formulieren, kann man der Ansicht sein, dass die Ablösung mit dem Grundgesetz und den ersten Zahlungen automatisch begonnen hat. Und das heißt, die Ablösung ist seit langem erfolgt. Staatsleistungen 1950 waren 33 Millionen Euro. Wenn wir die maximale Forderung der Kirchen zugrunde legen, den 24-fachen Jahresbetrag, waren das 792 Millionen Euro. Diese Zahlsumme wurde bereits 1963 mit 805 gezahlten Millionen überschritten. Von 1964 bis 2018 wurden weitere 17 Milliarden Euro bezahlt. Ich kann das nochmal genau sagen. Vom Beginn der Bundesrepublik Deutschland wurden insgesamt bis 2018 17,9 Milliarden Euro aus den Staatskassen an die Kirchen überwiesen. Das wirft nun weitere Fragen auf. Sind Rückerstattungen der zu viel oder überhaupt der gezahlten Beträge rechtlich möglich? Dafür kann man einen Rechtsstandpunkt einziehen, der sagt, Konkordate sind nicht international, sondern sie haben einen national begrenzten Regelungsinhalt. Sind also auch keine internationalen Verträge. Zweitens, Staatskirchenverträge inklusive Konkordate als Spezialfall sind Verwaltungsverträge. Somit gelten die Regeln des Verwaltungsverfahrensgesetzes und damit sind viele Staatskirchenverträge als nichtig zu betrachten. Entsprechend gelten die Vorschriften des Verwaltungsrechts bezüglich der Rückerstattung von Leistungen aus den nichtigen Verwaltungsverträgen. Also fragen wir uns, wie hoch ist die Rückerstattungssumme, die die Kirchen an die Bundesländer zurückbezahlen müssen? Hat jemand eine Idee? 34 Milliarden Euro. Das ist auch eine ziemlich komplizierte Berechnung, die ich mit Matthias Krause angestellt habe, mit Bundesbank, Basiszins und da kommt die Verzinsung, Zinseszins. Und wenn das alles zusammenrechnet, müssten die Kirchen 34 Milliarden Euro zurückbezahlen. Die Bundesländer könnten das Geld gut gebrauchen. Für die Kirchen wäre das schmerzhaft, aber nicht machbar. Denn das Kirchenvermögen, nur als Anmerkung, wird auf die Größenordnung für beide Kirchen, hier geht es auch um beide Kirchen, auf rund 430 Milliarden Euro geschätzt. Da braucht man eine Zeit, um das flüssig zu machen, das ist klar, aber das würde die Kirchen nicht im Mark treffen. So, das war der historische Rückblick. Jetzt komme ich so zum zweiten Großteil. Was hat sich in den vergangenen 50 Jahren rund hinsichtlich der Ablösung getan? Das war Vielfältiges. Ich kann nur einige Beispiele auswählen, also wenn ich etwas übersehen habe, bitte ich das zu entschuldigen. Gehen wir also zurück in das Jahr 1974. Es ist das FDP-Kirchenpapier von 1974, das vor allem von Liselotte Funke und, wir haben sie heute Morgen ja auch erlebt, Ingrid Matthäus-Meyer vorangebracht worden war. Im Punkt 8 dieses Papiers, das übrigens immer noch zur Parteiprogrammatik der FDP gehört, allerdings soll es in den Schubladen ganz, ganz unten liegen, dass man es ja nicht so schnell findet, wird nicht nur die Ablösung der Staatsleistungen gefordert, sondern auch die Aufhebung der steuerlichen und gebührenrechtlichen Sonderrechte.
Durch die Jahre beständig ist die Humanistische Union an diesem Thema dran. Wie zum Beispiel in den vierten Berliner Gesprächen über das Verhältnis von Staat, Kirche, Staat, Religion und Weltanschauung. Es gab drei Themenblöcke und die Staatsleistungen waren einer davon. Für die Humanistische Union hat Johann Albrecht Haupt 2011 einen Gesetzentwurf vorgelegt und der besagt, Entwurf eines Gesetzes über die Grundsätze zur Ablösung der Staatsleistungen in die Kirchen und kurz gefasst steht drin, die Ansprüche gelten aufgrund der Zahlungen seit 1919 als abgelöst. Zweitens, anderslautende Vereinbarungen der Bundesländer sind aufzuheben. Drittens, neue Vereinbarungen sind unzulässig. Punkt 2, dieses Gesetz tritt in Kraft zum Punkt, Punkt, Punkt. Man braucht also nur noch das Datum einsetzen. Johann Albrecht Haupt möchte ich an dieser Stelle auch besonders danken, denn in unermüdlicher Geduld und Ausdauer trägt er jedes Jahr wieder die Staatsleistungen aus den Landeshaushaltsplänen zusammen. Hier sehen Sie einfach mal eine so Jahresübersicht, die er also immer erstellt. Und aufgrund seiner fleißigen Arbeit und Geduld dabei zu sein, er ist inzwischen auch pensioniert, er war mal leitender Ministerialrat im Kultusministerium in Hannover, liegen auch lange Zeitreihen vor. Das ist jetzt nur die Zeitreihe von 1997 bis 2018. Und da haben Sie noch unten rechts wirklich den Stand stehen. Und das ist noch diese kleine Geschichte. Dort unten sehen Sie, von 1949 bis 1989 haben Evelin und ich wirklich diese Zahlen recherchiert, weil in der Berliner Staatsbibliothek liegen alle Haushaltspläne der Bundesländer. Und wir gingen dann in die Staatsbibliothek und sagten, ja, wir müssen ein bisschen recherchieren. Und dann sagten dann die, ja, ist es aufwendig? Wir sagten, ja, was meinen Sie denn? Die haben gesagt, wir müssen 440 Bände durchsehen. Und dann sagten sie, sie kriegen eine Sondererlaubnis. Und wir hatten die Sondererlaubnis, direkt im Magazin zu arbeiten. Und an den Bibliothekaren und Evelin haben immer die Bände so rausgesucht, rangeschoben. Und ich saß da und habe dann fleißig. Und wir hatten in 14 Tagen die Staatsleistungen von 1949 bis 1989. Denn da setzten dann die Recherchen von Hannes Haupt an. Danke. Johann Albrecht Haupt war es auch, der im Bundesarchiv nachgeforscht hat und mit genauen Zahlenanlegen aus den DDR-Unterlagen, da gibt es das, wie hieß es damals noch, Beauftragte für die Religionsangelegenheiten, der Vater von Gregor Gysi, der das leitete, konnte er auch nachweisen und belegen, dass auch die DDR diese Staatsleistungen gezahlt hat. Im Durchschnitt, ganz regelmäßig Durchschnitt, das war so eine kleine gewisse Schwankung, im Durchschnitt 15 Millionen Mark der DDR jedes Jahr. Denn es soll, das muss ich nochmal recherchieren, Horst Groschow hat mir mal berichtet, 1947, 48 eine Konferenz gegeben haben zwischen dem Nationalkomitee Neues Deutschland, also der späteren dann SED, und der Führung der evangelischen Kirche in der DDR, also in der dann späteren DDR, wo vereinbart wurde, die theologischen Fakultäten bleiben bestehen, die Staatsleistungen werden weiter bezahlt, der Grundbesitz der evangelischen Kirche wird von jeder Grundbodenreform ausgenommen und so weiter alles. Das heißt, die Politiker versuchten sich mit dem größten organisatorischen Einhaltträger in den östlichen Bundesländern zu arrangieren, was ihnen ja auch dann doch offensichtlich gut gelungen ist. Die politischen Forderungen wurden auch in den Bundestag getragen, wo zum Beispiel der religionspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke 2013 diese Forderung nach Beendigung der Staatsleistungen vortrug. Ebenso schaltete sich der Koordinierungsrat säkularer Organisationen ein. Das ist übrigens ein echter Stapel von 100-Euro-Schein. Und mit einem sehr informativen Flyer dafür war. Slogan-Umrandung war in der ersten Auflage, jetzt reicht's oder wollen Sie weiterhin die Pension von Bischof Mixer zahlen? So ging das nun weiter und jetzt sind wir schon in der Gegenwart von 2019 angekommen. Denn eines der vier Hauptmotive der Buskampagne bezog sich ausdrücklich auf die Ablösung der Staatsleistungen. Hallo Kirche, wir sind jetzt seit 100 Jahren getrennt, aber du liegst mir immer noch auf der Tasche. Es reicht. Und als Großplakat war das auch nicht nur auf den PR-Fahrzeugen angebracht, sondern auch an dem Bus, mit dem Michael ja also 3,5 Wochen durch Deutschland getourt ist. Also einmal die große Runde. Ja.
Und hier sehen Sie auch sogar den Hamburger Hafen im Grund und dann die Tour, die Karten, wie dieser Bus durch Deutschland gefahren ist und immer wirklich eigentlich dieses Thema mit in die Öffentlichkeit gebracht hat, sichtbar gemacht hat, so sah es aus. Und diese öffentlich wirksamen Projekte wurden ergänzt durch das Bündnis BASTA. BASTA ist die Abkürzung für Bündnis altrechtliche Staatsleistungen abschaffen. Ist ein bisschen verkürzt, weil man wollte diesen BASTA-Begriff haben, denn die Vereinbarungen in den östlichen Bundesländern sind eigentlich neurechtliche Vereinbarungen, die allerdings wieder auf altrechtliche Vereinbarungen zurückgreifen. Deshalb ist der Titel schon richtig, aber die Abkürzung BASTA ist einfach gut und richtig und deshalb soll es auch so sein. Es ist ein Bündnis, ich glaube von 50, ich habe es nicht ganz durchgezählt, säkulare Organisationen. Es gibt, glaube ich, nur wenige Organisationen im säkularen Bereich, die dort nicht bereit waren, mitzuarbeiten. Und das Bündnis BASTA ist vielfältig aktiv. Zum Beispiel, ach hier, da sind die, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, die Organisationen auf Bundesebene in Parteigruppierungen. Das hören wir ja auch noch morgen, glaube ich, die säkularen Gruppierungen in Parteien und dann regionale Gruppen. Sondern sie haben auch ganz interessant Testimonials geschaltet von eben prominenten Persönlichkeiten aus der säkularen Szene. Sie haben Podiumsdiskussionen veranstaltet, wie hier im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin. Und von links nach rechts sitzt dort wirklich der Professor Dröge, dann der Leiter des katholischen Büros in Bayern, Prälat Wolf. Dann kommt Hannes Haupt, der sieht man so seinen weißen Schopf, der gerade durch Michael Schmidt-Salomon verdeckt wird. Und neben ihm sitzt dann Bettina Jarisch, aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin und dann hier direkt zu uns Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordneter der Linke. Das sind sehr prominent besetzte Positionen. Und auch im weiteren Sinne konnte das Bündnis BASTA sich medial positionieren, wie hier zum Beispiel in einem Auftrag, einer Sendung des Deutschlandfunks, die Staatskirche ist abgeschafft. Und das, da komme ich dann zum Schluss auch drauf, das ist das wesentliche Element, Öffentlichkeit zu schaffen und darüber die Kirchen unter Druck zu setzen und ihre Legitimation dieser Verträge in Frage zu stellen. BASTA hat Parteien, Bundes- und Landtagsabgeordnete, Fraktionen, Regierungs-, Landesrechnungshöfe und Kirchen angeschrieben mit der Frage, ob es eine Initiative zur Beendung der Staatszahlungen gibt. Die über 50 Antworten fallen differenziert, aber insgesamt gesehen ernüchternd aus. Die Bundesregierung hat überhaupt nicht reagiert, ebenso wenig in der Sache die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Die anderen Bundesländer haben überwiegend darauf verwiesen, dass es an dem notwendigen Grundsätzegesetz fehle und sie lehnen es durchweg ab, selbst über den Bundesrat in dieser Sache aktiv zu werden. Das ist auch wieder umstritten, denn der Bund hat völlig klar gesagt, diese Vorschrift in der Weimarer Verfassung gilt heute nicht mehr, weil das Verhältnis zwischen Reich und Reichsländern war gerade in kulturellen Fragen anders organisiert als heute zwischen Bund und Bundesländern. Weil der Bund hat keine Kulturhoheit, zum Beispiel, ne? Und solche Dinge. Also braucht der Bund überhaupt kein Grundsätzegesetz mehr zu verabschieden. Jetzt kommen wir auch schon zum Schluss zur Frage der Perspektiven. Dazu gibt es wesentliche unterschiedliche Positionen. Ich beginne mit den Vertretern der kirchlichen Interessen. Die Stellungnahme von Professor Michael Heinig ist dabei besonders, ich will es mal freundlich sagen, originell. Heinig ist neben seiner Professur in Göttingen auch noch Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der EKD, also gleichsam der oberste Jurist der EKD. Und Heinig hat sich gesagt, er sei ein verfassungspolitischer Skandal, dass eben diese Leistungen noch nicht erfüllt sind nach 100 Jahren. Und gleichzeitig schlägt er vor, die bisherigen Staatsleistungen von Bund und Ländern über 20, 30 Jahre zu verdoppeln und dann zu beenden. Das ist einfach sowas an dreist und dumm, muss ich nur sagen. Denn Heinig müsste als Jurist wissen, dass mit Ablösung nicht wirklich eine Ewigkeitsrente und ein Kapitaltopf außerhalb kriegt, der mit gemeint ist. Denn wenn man rechnet, 20 oder 30 Jahre lang zu verdoppeln, dann ist es wirklich die, wie viel, muss man sagen, 20 mal, dann die 40 oder 60-fache Ablösesumme des zuletzt gezahlten Betrages. Ist richtig. Ja? 20 Jahre verdoppelt sind 40-facher Betrag, 30 Jahre verdoppelt der 60-fache Betrag. Ja? Also das geht schon mal irgendwie gar nicht.
Nun haben wir ja auch einen evangelischen Cheflobbyisten in Berlin, Prälat Martin Dutzmann, und der zeigt auch eine gewisse Realitätsfremdheit. Denn Herr Dutzmann sagte, es ist ja so, dass man damals überwiegend Grundstücke enteignet habe, die Erträge gebracht haben. Und aus diesen Erträgen konnte die Kirche ihren Dienst tun. Also das ist etwas eigenartig, denn bei diesen Enteignungen, die entschädigungspflichtig sein können, kann es sich nur um die bischöflichen amtsbezogenen Dispositionsgüter handeln. Die Österreicher nennen das Mensalgüter, die dafür gedacht sind, den Hofstaat des Bischofs so zu ernähren, mit Gemüse und Pachterträgen und sowas zu versorgen. Wenn man das ernst nimmt und die Staatsleistungen von 2018, das sind 538 Millionen Euro, auf die durchschnittlichen Pachterträge für landwirtschaftlichen Boden in Deutschland, das sind 231 Euro pro Hektar, umrechnet, dann müssten im Jahr 1803 die 20 depositierten Bischöfe und Äbte persönliche Dispositionsgüter mit einer Fläche von 23.300 Quadratkilometern gehabt haben. Das wären rund 7% der Gesamtfläche Deutschlands oder exakt die Fläche des Bundesstaates Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen. Ist jenseits jeder Realität. Das sind die persönlichen Dispositionsgüter, das sind wirklich einige Hektar, lass es also 100 Hektar sein pro Bischof, da sind das 2000 Hektar, aber mehr nicht. Und jetzt kommt noch eine dritte Position, die ich auch sehr amüsant finde, das ist jetzt von dem Lorenz Wolf, den wir schon gesehen hatten bei dieser Podiumsdiskussion in Berlin, der auch anmerkte, dass er extra aus dem Vatikan nach Berlin gekommen sei, um bei dem Bastia-Podium teilzunehmen. Der schreibt, trotz der über Jahrhunderte gezahlten müsse der Staat bei einer Ablösung bleiben. Und jetzt sagt er, wenn jemand drei Generationen in einem Haus gewohnt hat, hat er so viel Miete bezahlt, wie die Erstellung des Hauses nicht verbraucht hat. Das heißt, er hat mehrfach den Entstehungspreis eines Hauses bezahlt. Und dann sagt er, weil ich mehrfaches als Mietzins schon bezahlt habe, gehört das Haus jetzt mir. Und dann sagt Herr Wolf, ich denke, dass das nicht der Weg ist. Also ich brauchte einige Zeit, um nachzudenken, was meint der Mann eigentlich? Und dann bin ich auf die Lösung gekommen, glaube ich, was er meint. Er meint, Prälat Wolf meint, dass Gott, sein Herr, die Welt geschaffen hat und wir alle mitsamt dem Staat bei ihm gleichsam zur Miete wohnen. Da Gott, sein Herr, nun aber kein Bankkonto hat, auf die man die Wiese-Miete überweisen könnte, nimmt das seine Stellvertreterin, die Kirche, freundlich entgegen. Oder kann man das irgendwie anders verstehen? Denn er sagt doch eindeutig, der Staat sei Mieter bei der Kirche. Und durch solche wirklich Dinge, wo man spontan sagt, ja, das kann ich gut verstehen, so ist das im realen Leben, die dann auf solche... Okay, verlassen wir also diese kirchliche Filterblase. Worauf kommt es an? Es kommt an auf Öffentlichkeitsarbeit. Das ist wieder auch ein Artikel über eine Basta. Der Deutschlandfunk hat ausführlich berichtet und die Humanistische Union, der Corso, die GBS und auch das Bündnis Basta machen es. Und hier sind wir aus dem Deutschlandfunk und zum Beispiel die Verbreitung der Sichtweisen anderer als bisher genannter Religionsverfassungsrechte. Zum Beispiel Professor Michael Dröge. Er schreibt, der Artikel 138 hat das Rechtsinstitut der Staatsleistungen, die auf der vorsäkularen Identität staatlicher und religionsgemeinschaftlicher Zwecke beruht, liquidiert. Artikel 138 stellt damit die Neubegründung unter den Vorbehalt ihrer Legitimation durch säkulare, aus der Verfassung zu gewinnende Zwecksetzungen des heutigen Verfassungsstaates. Wird diesem Vorbehalt nicht entsprochen, sind neu begründete Leistungsverpflichtungen des Staates mit Artikel 138 Grundgesetz 40 unvereinbar und damit verfassungswidrig. Das heißt, jeder Versuch, sich auf 1803, was sowieso falsch ist, denn es ist ja ein ganzes Bündel von Gesetz, Vertrag und sonstige Rechtstitel, zu beziehen, also vor 1919, sagt Dröge, ein anerkannter Staatsrechtler, sind verfassungswidrig. Zum Beispiel die Verträge mit den jüdischen Gemeinden sind verfassungskonform.
Denn darum ging es, dass die jüdischen Gemeinden zur Integration der, ich glaube, rund 600.000 bis 800.000 aus den GUS-Staaten zugewanderten Juden in Deutschland übernehmen und dafür entsprechende Geld, finanzielle Leistungen bekommen. Aus der jetzigen Gesellschaftsordnung ein zu begründender Auftrag, der damit auch rechtlich völlig korrekt ist. Und es gibt noch einen anderen Beitrag von Professor Stefan Kuriot im Landtag NRW. Da gab es eine riesige Lobbyistentagung im Landtag. Und der sagte, die Staatsleistungen sind legal, aber die Legitimation werde aufgrund des seit fast 100 Jahren nicht erfüllten Ablösebetrags immer geringer. Und zwei Schlussbemerkungen machte er, ganz billig wird es für den Staat nicht, aber er fordert die Kirchen auf, entschlossen zu entrümpeln. Das heißt, diese Staatsleistungen zu beenden. Und damit liegt er auf der Linie, wie auch der ehemalige Generalvikar des Erzbistums Köln, Prälat Norbert Feldhoff, der meint, man solle aus Imagegründen auf die Staatsleistungen verzichten. Es wären zumindest außer den östlichen evangelischen Kirchen zu marginale Einnahmen, als dass sich die Presse, schlechte Presse dafür lohnen würde. Und deshalb mein Dringend zu sagen, bleiben wir bei der Öffentlichkeitsarbeit, machen wir es den Kirchen schwierig, bringen wir sie in ein schlechtes Licht, dass sie immer und so weiter. Abschließend möchte ich jedoch Rolf Schwanitz zitieren. Er ist langjähriger Bundestagsabgeordneter, war Staatsminister, Bundeskanzleramt, parlamentarischer Staatssekretär, kennt also den Politikbetrieb weitaus besser als ich. Vor rund 5 Jahren waren wir beide als Säkulare zu einer Podiumsdiskussion mit 2 Kirchenvertretern zu den Staatsleistungen eingeladen. Und zum Schluss fragte der Moderator, was meinen Sie, wird es in 10 Jahren noch Staatsleistungen geben? Und während ich noch grübelte, stand Rolf Schwanitz von seinem Stuhl auf, stellte sich gerade hin und sagte, in 10 Jahren gibt es keine Staatsleistungen mehr. So, in der Zeit bin ich auch gerade geblieben. Okay. Ja, bitte doch, ja. Mikro. Doch. Also da wäre mal die Frage, ich habe eigentlich 2 Fragen. Eine wäre, erstmal danke für den schönen Vortrag, Carsten, wie immer sehr erhellend. Und die erste Frage wäre, warum zahlen Hamburg und Bremen keine Staatsleistungen? Und die zweite wäre diese Ablösung der Staatsleistung, also die Beendung der Staatsleistung. Auf welcher Ebene muss das geschehen? Landtage, auf Bundesebene? Also das Erste kann ich nur für Hamburg skizzieren. Hamburg hat nach der Reformation, nach dem ersten Superintendenten, dessen Amtszeit 1595 beendet war, selber die Kirchenaufsicht übernommen. Der Senat. Weil wie die orthodoxen Lutheraner in der Stadt herumwirtschaften, das hat also nun dem Senat überhaupt nicht bezahlt. In Hamburg wurde man einflussreich mit Geld und nicht mit Religion. Und rein formal ist es so vorgesehen, dass die Länder ablösen und ob der Bund eben ein Grundsätzegesetz formulieren muss, ist eben bestritten und von der Bundesregierung auch negiert worden. Also könnten die Länder, wenn sie es wollten, auch ablösen. Das wäre der normale Weg, also der rechtskonforme Weg. Oder, und das deutete sich in dem letzten Teil an, die Kirchen sagen aus Imagegründen, lass uns mal eine Übereinkunft finden, 5 Jahre, 10 Jahre, dann ist gut. Damit werden sie dann auch beendet. Denn ich muss noch mal so betonen, für mich geht es gar nicht so sehr um das Geld, also wie viel 100 Millionen das nun sind. Das ist eine Größenordnung, die den Skandal da bedeutet. Für mich ist viel wichtiger, diese Staatsleistungen mit ihrer religiösen Begründung aus dem 19. Jahrhundert sind wie ein religiös bestimmter Schlussstein in dem Gebäude der Volkssouveränität Deutschlands. Wir haben im Artikel 20 des Grundgesetzes die Bestimmung, das Gemeinwesen der Staat beruht auf der Volkssouveränität. Und das wird durch diese Staatsleistungen mit ihrer religiösen Begründungen negiert. Das heißt, wenn man das als Schlussstein betrachtet,
woher zieht der Staat seine Legitimation, ist da immer noch dieser Brocken, genauso, glaube ich, wie diskutiert wird, ob auf dem Neubau des Berliner Schlosses nun ein Kreuz kommt oder kein Kreuz kommt. Und die Neigung, hoffe ich, wird sein, dass man kein Kreuz draufsetzt. Denn in diesem Gebäude ist auch keine Kapelle mehr. Also gibt es keine Begründung für ein Kreuz. Aber wir werden es sehen. Es kommt ja Weihnachten und da sind ja wieder alle milde gestimmt. Da gibt es ja wieder Wohlfahrtsbriefmarken zugunsten der Kirche, Weihnachtsmarken und sowas. Schauen wir mal. Ja, wenn es wirklich um PR geht und nicht so sehr um den Betrag, dann würde ich auch ins Spiel bringen, um was es eigentlich gegangen ist, um welches Vermögen und wie dieses Vermögen, das dann restituiert wird oder werden soll, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Ja, das ist ja im Grunde genommen hauptsächlich dadurch zustande gekommen, dass bei den Hexenprozessen Leute also das Vermögen eingezogen wurde. Es wurden alle möglichen Gelder erwirtschaftet, dadurch, dass Ämter verkauft wurden und dergleichen. Also im Grunde genommen fast lauter mafiöse Geschäfte. Und das sollte, wenn es tatsächlich geschichtlich-historisch tragbar ist und bewiesen werden kann, davon gehe ich einmal aus, dann sollte das eigentlich ins Spiel gebracht werden. Ist sicherlich richtig, aber wir sollten es auch nicht zu kompliziert machen. Und ich erinnere, wie man also die Kirchen auch in die Defensive bringen kann. Korrigiere mich bitte, es gab ja diese Volksabstimmung oder Antrag in Österreich zum Ende der Privilegien der Kirchen, was ja hauptsächlich die katholische Kirche bedeutet hätte. Und das war auch nur ein ganz kleiner Verein. Und die Stimmung war, ja, schaffen wir es nicht. Und der Erfolg dieses Vereins bestand darin, dass die katholische Kirche 1 Million Flyer drucken ließ und in allen Kirchengemeinden verteilen ließ, um ihre Position zu verteidigen. Das nenne ich Erfolg einer Öffentlichkeitsarbeit, die zeigt, man kann auch mit kleinen Mitteln und mit wenigen Leuten eine große Wirkung erzeugen, weil die Kirchen wissen, auf welch dünnem Eis sie sich bewegen. Gut, Dankeschön.